Was geht ab, meine Freunde, und herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Daymare 1994. Es geht hier weiter. So, sorry. Ich muss mir echt mal ein Mikrofon stellen, da irgendwann mal holen, ne? So, sorry, dass die Folgen ein bisschen immer verspätet und unterschiedlich kommen. Es sind einfach die Feiertage, Silvester, Weihnachten, alles muss vorbereitet. Und hier, und man ist K.O. und dann ist der Schlaf und muss kaputt, weil ich Urlaub habe. Ausreden über Ausreden, aber ich versuche jetzt wieder einen guten Zeitplan da reinzukriegen. Ich weiß gar nicht, wo wir lang müssen. Wir kamen von da vorne, glaube ich, ne? Und wir müssen hier weiter. Wenn ich mich nicht vertue. Und wie ihr hört, ich bin immer noch leicht krank. Ich kann nicht mehr. So. Es geht nicht los. Ach, das war's. Holy shit. So, close. Der hat gar nicht gespeichert, dass ich die kaputt gemacht habe, ja? Ja, piss dich. Oh nein, der rote. So. Ja. Hey, den kann ich so abknallen. So. Hier geblieben. Zack. 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 Keine Panik auf der Titanic. Ach, das ist ein roter, ne? Oh, shit. So, erstmal weg mit dem hier. So, bist du jetzt auch fertig? Wo war's der? Ah, er hier. Ich muss kotzen. Aua. Okay, ich würde gerne das Ding aufladen lassen, ohne dass ich einen Frostgrip benutzen muss. Deswegen laufen wir jetzt ein bisschen hin und her. Time to run, boys. Habe ich noch eigentlich mein... Ein Schild habe ich noch, okay. Da liegt noch Muni. Ey, El Cotzo. Ah, scheiße, mit F, ne? Ich kann es nicht aufheben. Jetzt reißt sie aber mal. Verschwinde, du Drecksack! So. Augen jucken. Mein Hals kratzt. Beste Voraussetzung. Nachgeladen? No. Ja, meine ich, yo. Nicht no, yo. Mein Name ist yo. Taschenlampe ist auch an. Ich habe ein bisschen mit einem Leben verloren, ne? Aber nicht allzu dramatisch. Und einen Frostgrip verwendet. Das war nicht gut, aber das haben wir ja schon. Vulcan, listen to me. Foster is dead. They shot him right in front of me. I don't know. Vulcan, the situation is far worse than we could have imagined. Foster gave me one last order. I have to go down. I'm so screwed. Okay. Hier waren wir. Gut, gut, gut. Ich dachte jetzt, ich hätte vor dem Wald einen Rücksprung gehabt. Rücksprung, Ladepoint, aber das geht ja noch. Muss ich hier hoch? Hier kann ich nicht hoch, also muss ich da runter. Wieder runter. Wieder ab in die Tiefen der Anlage. Oh, Fanservice. Wir bedanken uns bei den Mitarbeitern
und dem Entwicklungsteam für diese nette Animation. Noch mehr Aufzüge. Fosters Tod, doch bevor er getötet wurde, offenbarte er Commander Reyes etwas, das sie bis ins Mark erschütterte. Sorry. Die fortschrittlichsten experimentelle Forschungsanlage, das Castle, befindet sich genau hier tief in der Basis, 100 Meter unter der Wüstenoberfläche. Foster enthüllte zudem, dass die Bergung des Koffers nur ein Sekundärziel war. Die wahre Absicht von Operation Sandcastle besteht darin, Sektion 8 davon abzuhalten, das Castle zu erreichen und die Daten und Informationen bezüglich der revolutionärsten und bahnbrechendsten wissenschaftlichen Forschungen aller Zeiten zu erhalten. Der Commander stellte außerdem die Loyalität von Reyes Hades-Kollegen in Frage, einschließlich Reddick selbst. Nun weiß Reyes nicht mehr, wem sie vertrauen kann. Sie weiß nur, dass sie verhindern muss, dass Gora und Section 80 Forschungsdaten in ihre Hände bekommen. Diese Kreaturen müssen tief unter der Wüstenoberfläche vergraben bleiben. Ich finde es immer geil, wie die ihre Waffen immer alle wegstecken hier in den Cutscenes. Ey, like. Ich würde ja nicht einmal meine Waffe irgendwo hin tun, wo ich sie nicht in der Hand habe. Of course the passage is blocked. Nothing's ever fucking easy. It's like they're doing it on purpose. Ja, ein roter Knopf. Rote Knöpfe drücken kann ich. Let's go. Habe ich nur so viel Zeit, da runter zu kommen? Wir sterben hier, Safeco. Oh. Das Ding hat meinen Rücken berührt, aber ich glaube, es kann mich nicht töten. Gut. Hauptsache, es funktioniert, nicht wahr? Wie es funktioniert, ist mir scheißegal. Hauptsache, es funktioniert. Also muss ich dann den Knopf drücken hier runter und let's go, ne? Weirde Anlage. Sehr weird. Da liegt's hier. Ah, eine Bombe. Latura. Na, who the fuck is Latura? Wie wir gelernt haben, ist das scheißegal, wie viel Zeit ich habe. Hauptsache, ich mache das während der Sekundenanzahl, die mir bleibt. So, das Ding ist... heiß. Heiß. Ich sehe es leuchten. Her mit der Munition. Lass mich raten. Ich bin aber auch einfach so ein 500-IQ-Mensch, ne? Ich sehe das, ich weiß, was ich tun muss, ich reagiere. Aktion, Reaktion. Hab, ich bin dumm auf, Leute. Nehmt euch an mir kein Beispiel. Das erstbeste nächste Rätsel, was kommt, bin ich wieder verloren. What's going on? The fuck?
looks like blood. All of this for you. What are you? Ist das Foster? Das ist Foster, ne? Rest in Peace, Foster. Was steht da? Abyss? Abyss. Was heißt nochmal Abyss? Ist das nicht so Nachwelt oder sowas? Oder Abgrund? Abgrund? Ah doch, Shotgun hier auf engstem Raum ist schon besser. Boom. Dankeschön. Die Munition ist wahrlich willkommen. Ein weiterer Frostgrip. So, wer lauert hier in der Ecke? Boom. Moment kurz. Sorry. Oh ja, super. Ich wusste es ganz genau. Ich würde gerne, wenn möglich, beide auf einmal, aber... Oh shit. Oh shit. Voll daneben geballert. Ja, mach dich weg! So, dann... Ja, perfekt! Oh mein Gott! Alter, hab ich daneben gesammelt. Hey, hey, hey! Alter, das war ja... Oh, du Scheiße, war das furchtbar geschossen. Das war ja peinlich. Also wer so schießt, ne, der darf sich nicht wundern, dass er nicht überlebt. Leck mich am Arsch. Das war ja grauenvoll. Gott im Himmel, steh mir bei, wenn das so weitergeht. Die stehen doch gleich alle hinter mir auf, oder? Ich sehe dann jetzt schon kommen. Ihr bleibt bitte tot. Ey, geh an mir vorbei. Ah, geh doch an ihm vorbei. Nein, jetzt steht er wieder auf, weil ich keine Muni habe. Weg damit. Nein. Genug wieder belebt hier. Reicht doch mal irgendwann. Ich war stuck an dem, deswegen kam ich nicht an dem vorbei. Mist. Ich wollte die alle gleichzeitig einfrieren, aber das funktioniert noch nicht so gut. Ich höre dich. Da unten. Aliens.
81 geht aber noch klar. Hier liegt nichts, okay. What? Hey! Stop! Gas machen, Gasmassen. It looks like... No, it's impossible. Gasmasken, Joey. Looks like it's been abandoned for years. Der Kochtopf. Wahrscheinlich hier der Dinge. Ah, du Scheiße! Ich habe keine Waffe in der Hand, das ist halt unfair. Motherfucker, ich laufe gerade in den Ich wusste das ganz genau. Irgendwann kommt der Moment, wo ich den scheiß Scanner in der Hand habe und dann nichts machen kann. Ja. Area 51 Soldat. Zugang zum Aufzeichnungssystem, Audioprotokoll, vollständige Schlüssel, Daten auf DLG heruntergeladen. Verdammt, die Blutung hört nicht auf. Wo zum Teufel kommen diese Dinger her? Sie haben Arme und Beine, sogar die Überreste eines Gesichts, aber das sind ganz sicher keine Menschen. Wir ernten, was wir gesät haben. Wir haben die Menschen, die in den unterirdischen Laboratorien gearbeitet, zum Tode verurteilt, indem wir alle Fluchtwege blockiert haben. Und jetzt kehren ihre verdrehten und gequälten Körper aus dem Reich der Toten zurück, um Rache zu nehmen. Aber mich werden sie nicht kriegen. Ich habe noch einen letzten Schuss und der wird mich für immer von diesem Albtraum befreien. So, den Scanner mal wieder außer Hand nehmen. Aber hör mal. Für die Zustände saubere Toilette. Dann muss man den lassen. Da habe ich das bei weniger verlassenen Orten schon schlimmer gesehen. Hier liegt Gold. Ich kenne mich nicht so aus, aber soll es eine Anspielung auf Indiana Jones oder so sein? Mit dem Hut und der Goldbüchse da? Oder Büchse? Ich muss ehrlich gestehen, ich habe Indiana Jones nie geguckt. Hier und da kennt man so ein paar Referenzen, aber... Irgendwie hat mich der Film nie gecatcht. Obwohl ich so ein Abenteuer-Fan bin und so, ne? Abenteuersachen hier, so Uncharted, Lara Croft und sowas. Aber den Uncharted-Film habe ich auch nicht geguckt. Aber ich bin auch ehrlich, manche Schauspieler bin ich überdrüssig, weißt du? Das ist dann so, Tom Holland hat dann sein... War das Spider-Man, war dies und das überall eingesetzt. Das ist so ein bisschen wie The Rock, weißt du? Das, irgendwann hast du ein bisschen zu viel davon. Wenn die für alle Sachen gleichzeitig oder öfter genutzt, also für alle Sachen irgendwie eingesetzt werden. Ja klar, hinter mir. Wobei ich sagen muss, ich finde The Rock in Action-Szenen, Action-Filmen wesentlich schwächer als in Comedy-Filmen. Weil er immer so der überdimensionale, heftige Kämpfer sein muss, weil er mit dem Einschlag eine ganze Wand einreißen kann. Das haben sie ja zum Beispiel bei Brooklyn Nine-Nine mit Terry Crews gut geregelt, weil das ja wieder lustig war, aber The Rock darf nie verlieren. Er ist immer bigger und better. Better. Immer bigger und better. So. Aber ich mag ihn sehr, also kein Hate an The Rock. I love this guy, but... Actionfilme mit ihm sind nicht mehr so... Das Highlight. So, jetzt mal eben ausprobieren, wenn das Ding ankommt und ich V drücke. Ah, dann saugt sich das auf, verstehe. Was ist denn da hinter mir? Ja, klar. Ja. Bitte. Nochmal.
Geht dir zu gut? Kann das sein? Wait, what the heck? Ja. Oh shit! Oh! Sehr sauer. Bleibt er draußen? Hör mal, mein Freund, ich lasse das Ding sich aufladen und dann baller ich die weg. Wie geht's denn so, hä? Ja, kann ich jetzt scannen? So. Hier. Zack. Alter. The fuck? Manchmal play smart. Obwohl, so viel Schuss, wie ich in hier reingeballert habe, war das auch nicht smart. Jede Kugel zählt hier, ne? Deswegen müssen wir ja manchmal zu so Alternativmethoden zugreifen. 61 Leben. 5 Medikits. Steh auf. Weißt du ganz genau, dass du nicht tot bist. Nicht davon, mein Freund. Mittlerweile kenne ich eure Sippe. Was ist das für eine Lache? Sieht ja furchtbar aus. Munition. Ihr schweinischen Hunde, Alter. Was ist das für ein grünes Zeug? Eine Maske. Tagebuch des Technikers. Die letzten Seiten sind blutverschmiert. Wir versuchen jetzt schon seit 3 Wochen das Gasleck auf den unteren Ebenen zu reparieren, aber durch diesen Dschungel aus Rohren und Kanälen ist es, als würde man nach einer Nadel im Heuhaufen suchen. Die einzige Art, hier unten zu arbeiten, ohne zu sterben, ist mit einer Gasmaske, was die Sicht noch weiter verschlechtert und den Fortschritt meines Teams verzögert. Zum Glück haben die durchgeführten Analysen bestätigt, dass das Gas zwar hochgiftig ist, nicht aber brennbar oder explosiv. Das gibt uns ein wenig Spielraum, um das Leck zu finden und zu reparieren, aber ich frage mich wirklich, wie es in den armen Teufeln ergeht, die dort unten gefangen sind. Ach, wie es den armen Teufeln ergeht, die dort unten gefangen sind. Eine Gasmaske. Jetzt habe ich auch so ein Ding auf. Let's go. Upgrade-Station. Let's go. Das will ich sehen. Frostmine, Rucksack-Upgrade, Einfrier, Kraft erhöht. Also die Reichweite ist ja mal totaler Bullshit, ne? Mach mal das Rucksack-Upgrade. Ich weiß nicht, was es bringt, aber... Kann ich mich da schneller bewegen? Glaub schon. Oh. 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 Oh, oh. Schwer. Ja, genau. Warte mal, was war ich? 4? Hä? What the fuck? Das darf nicht auf die Mitte, oder wie? Du Scheiße.
Nein. Ey, das ist ja voll assi. Mit drei Leben, Alter, wer hat sich denn die Scheiße ausgedacht? Und dann unendlich, nicht mal unendlich viel Zeit. Ja, keine Ahnung. Da habe ich keine Zeit für. Sorry. Ah, ich bewege mich schneller beim Zielen. Ich bin mobiler. Das ist das Rucksack-Upgrade. Ich fühle jetzt. Mit das einzige Ich wollte das einzige Schlaue tun, auf ihn schießen, aber. Who the hell are you? That suit. Are you with Hades? Your questions will not beget the answers you seek. But you're right. The shadow of our Lord Hades is rapidly spreading over this place. So the time has come for us Hades to make a choice. Look, I've had enough of your bullshit. What kind of game are you playing in this goddamn asylum? It's fucking absurd. What did you do to me in that room? You better answer, or else. Or else what? You forget that I just saved your life. This is not the time for answers. Now follow me, and when you are ready, you will understand. Okay, er ist da. Ich bin hier. Oh Menno. Vielleicht hat er mich ja immun gemacht mit dem Zeug. It even has its own transportation system. How big is this place? Hey, you... Aptum. You can call me Aptum. What the fuck? Tell me where we're going then, Aptum. Impatience is clouding your mind. At the end of this glorious day, you will thank me. Prepare yourself for what is to come. Yeah, sure. Aptum, deine Bude ist sehr blutig, mein Freund. Enough already. Tell me where we are. Home. I'm sick of your bullshit. Like, fuck, I'll follow you in there. What do you want from me? Do you know Roddick? Hey, are you listening to me? You still don't understand. Don't take another step. Did you think I didn't know? You are not worthy to carry it. None of us are. Rest now. What the fuck? Das ominöse Unheil. Aber Moment. Mach mal so, so ist er besser. Das ominöse, unheimliche Geräusch erklingt erneut und scheint sich durch die gesamte Basis auszubreiten. Der unergründliche Mann, der sie soeben gerettet hatte und sich als Aptum vorstellte, wird von einem Wutanfall gepackt und schlägt sie. Er schnappt sich das mit Blut gefüllte Fläschchen und zerschmettert es auf den Boden. Reyes hat diese seltsame Auswirkung bereits zuvor beim HCO-Wissenschaftler beobachtet. Das Geräusch scheint einen höchst unheilvollen Effekt auf bestimmte Personen zu haben und sie innerhalb von Sekunden in gewalttätige Raserei zu versetzen.
Don't you recognize me? It's me. No. You're not real. We are here. Look at me. I know you hate me. Stop it. Leave me alone. That's so you. Just like when we were kids. You close yourself away and won't let me reach out to you. But I always was there for you. And I still am. That's not true. You abandoned me. That wasn't what I wanted. Everyone said you were dead. I kept looking for you, and here we are. I've been waiting for you, Reis. Don't call me that. Stop. Get away. You must be important if he brought you here instead of just killing you. The door's open. Come on, when you're ready.